Und jetzt kennt sich keiner mehr aus, was Index A, B, C und D ist. Servus, grüßt euch! Ich zeige euch einen kleinen Trick, wenn ihr zum Beispiel mit mehreren Indexen arbeiten müsst oder Indizes. Sagt mir mal den Plural von Index, ich kann es mir einfach nicht merken. Ja gut, aber stellen wir uns mal vor, wir haben eine Änderung A und machen hierzu eine Revisionswolke. Hier und hier, vielleicht noch hier. Und vielleicht machen wir dann noch sowas in der Art, ne? Okay, jetzt haben wir noch den Index B. Der ist hier. Hier, wir müssen uns einfach jetzt das vorstellen, dass hier irgendwas geändert wurde. Und Index C, aber ihr kennt es. Es könnte ja ein Plan sein, der ist katastrophal, ein Übersichtsplan und dann wird es sehr schwierig alles zu handeln. Und jetzt kennt sich keiner mehr aus, was Index A, B, C und D ist. Oh nee. Oh, okay. Ich probier's. Okay. Ein Mann kommt voll. Nochmal gucken, hallo. Ein Mann kommt voll euphorisch nach Hause und sagt: Schatz, ich habe den Lotto gewonnen. 10 Millionen Euro. Pack deine Sachen. Die Frau schaut ihn an und sagt: Soll ich Sommer- oder Winterkleidung anpacken? Oder beides? Sagt er: Mir scheißegal, Hauptsache du ziehst aus. Kleiner Tipp: Erstellt euch dafür Indexe, Layer. Ich habe das genauso gemacht. Jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, nur den Index A anzuzeigen. Oder A und B. Oder nur B. Cäsar oder Dora. Und somit habt ihr die maximale Übersicht. Müsst keine Index-Revisionswolken löschen, sondern könnt jederzeit vorweisen, wann sich etwas geändert hat. Ja, und vielleicht hilft euch das weiter. Jetzt die erste Frage: Geht das noch weiter als Index-D? Natürlich, ihr könnt euch so viele Indexe voranstellen, wie ihr wollt. Ich habe es bis Index-D einfach mal bei mir voreingestellt. Mir reicht das aus. Servus, ciao, euer Peter.